Leute, was geht ab? Ja, ich habe letztens eine gesehen, die ging auf jeden Fall ab. Und jetzt einmal einen kräftigen Applaus für Denise, aka The Voice. Das ist von gestern. Leute, ich kann mir nicht helfen. Ich bin einfach hoffnungslos vercringed. Ich bin jetzt auch im YouTube-Game. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin unangenehm, aber dagegen ist meine Stimme ja... What the fuck? Naja, ihr wisst schon. Was auch des Öfteren eklatant unangenehm ist, wo ich aber mein engelsgleiches Stimmchen bei schonen kann, sind Horror-Kurzfilme. Ich weiß, es hat so einen Bart. Vor allem in der Weihnachtszeit. Ha! Und deswegen kommt jetzt, wie alle Jahre wieder, eine Reaction-Serie zu Weihnachtshorror-Kurzfilm. Oh, das ist eine Frechheit. Lasst mir bei Gelegenheit bitte einen Merch nach oben da und kauft meine Abos. Bin ja auch über jeden Weihnachtshorror-Kurzfilm froh, der nicht mit Frank Sinatras Have Yourself a Merry Little Christmas anfängt. Legendärer Song, aber das ist echt eine Krankheit, Alter. Wenn ich das unbearbeitet hochladen würde, dann würde ich es aber vom Rechteverwalter UMG mit nur Zuckerstange aber da reinkriegen, wo es eigentlich nicht hin soll. Das würde ich mir gerne sparen. Warte mal, das ist doch auch urheberrechtlich geschützt, oder? Das... Ach, was weiß ich. Wenn ich es bearbeitet habe, wisst ihr Bescheid. December 23, 2015. Ein Tag vor Heiligabend. Und ich wischte schnell mal eben noch mit meinen weißen Socken durch die Wohnung, bevor die Gäste ankommen. Man kennt es. Süß. Oh, oh, oh. Ach so, der heißt ja The Christmas Gift, ne? Für Mason from Kay. Ich kenne nur einen Kay und der arbeitet bei der Men in Black, Alter. Da ist irgendein glitschiger Tintenfisch drin wetten. Den haben wahrscheinlich die wenigstens verstanden. Schade eigentlich. Oh. Ein Ginger. Der ist außer sich vor Freude. Der ist richtig glücklich über dieses Nussknackergeschenk. Das hat doch irgendwas auf sich, dass der rote Haare hat. Das ist doch nicht typisch, oder ist das random? Gibt's so Nussknacker mit roten Haaren und bleicher Haut? Ist das irgendwie Absicht? Ich hab das echt noch nie gesehen, also legit. Nicht, dass das schlimm wäre, aber ich kenne das eigentlich bloß mit so, mit schwarzen Haaren. Ja, ist auch egal. Vielleicht wird's irgendwie so ein irischer Kobold, der daraus entsteht oder sowas, keine Ahnung. Dann hätten wir die Klischees aber alle beisammen. Wahrscheinlich, ne? Ey, der Wacker-Saschi zieht nachher durch das ganze Haus. Ich kann's aber wissen. Ah, ja! Es wird ein Fest, Junge. Hm. Oh, der sollte aber auch dringend was in seiner Haltung machen. Der läuft da rum wie eine Wurst, Alter. Okay, bye. Hast du jetzt zum Duschen eine Jacke angezogen? Obacht! Gleich geht's los. Das ist schon wieder der übelste Scheiß. I love it. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt, Alter. Vor allem, da hingen doch legit 4 Socken am Kamin. Also der wird da nicht alleine wohnen, oder? Wo sind denn alle an Heiligabend, Alter? Wir sind bestimmt pünktlich zurück, Schatz. Mach dir schon mal einen schönen Nachmittag. Ja, ja, Alter. Mami und Daddy bezünden sich richtig in den Alpen, Alter. Après-Chiolet. Zwei Stunden später.
Plot Twist. Der Nussknacker wollte eigentlich die Wohnung wischen, aber es ist schon erledigt worden. Deswegen ist er jetzt sauer und hat sie auf den Kopf gestellt. Ja, er ist auch richtig winterlich gekleidet, also der weiß, wie man Erkältungen vermeidet. Nicht Après-Ski, sondern Lungenentzündung, olé. Wir wissen, wie man feiert. Der Typ, Alter. Och, nee. Was sollte denn diese Szene jetzt mit der Ausfahrt? Warum? Was ist denn zwischendurch passiert? Ich komme irgendwie nicht mehr mit. Aha. Warum diese ganze Szene? Why? Jo, okay. Da haben wir einfach mal ein bisschen gecuttet. Oh, huch. Das Wesentliche aber... Oh, zum Glück gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte es dem Film zugetraut. Das wird trotzdem so enden, ich sag's euch. Ah ja. Classic. Du, ich glaube, deine Familie kommt nicht zurück. Tja, was sagt, ne? Die Musik da einsetzt, damit der geneigte Zuschauer auch weiß, wann Gruseliges zu erwarten sei. Alter, der putzt den ganzen Film wohl nur Zähne, habe ich irgendwie das Gefühl. Oh Gott! Oh, das war aber cool. Der Effekt war cool, muss ich sagen. Also eine schöne Idee zumindest. Mit dem ist auch gar nichts passiert, Alter. Der hat auch 2 Stunden gechillt, Mann. Okay, bye. Nee, ne? Nein. Ach, komm. Ach, nö. Tja, ich sag's euch. Er hat den einfach weggejackie-charmed, ey. Warum denn? Wie denn vor allem? Oh, das hätte ich aber gerne mal gesehen. Die haben wieder die spannendste Stelle nicht gezeigt. Oh, das finde ich ärgerlich, Alter. So ein... Der Typ... Alles klar, richtig. Es ist passabel gruselig, ja, aber man muss sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Meine Güte. Hat der Typ gegen den Nussknacker. Das wäre ein Fight, da hätte ich sogar Eintrittsgeld dafür bezahlt, Alter. Aber das kriegen wir wieder nicht serviert. Oh, schade. So viel Spannung. Und am Ende... Naja, weißt du, der Film ist so ein bisschen wie so eine leicht misslungene Soße. Also sie schmeckt ganz, ja, ganz passabel, aber hat halt irgendwie fette so Mehlklumpen drin oder so. So ist irgendwie der Film. So, ziehen wir uns noch einen rein. Ich habe noch einige, auf die ich reagieren möchte. Gibt inzwischen relativ viele Weihnachtshorror-Kurzfilme. Letztes Jahr habe ich damit so ein bisschen gestruggelt. Aber die würde ich mir gerne noch aufheben. Merry Christmas. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Oh, ich mag das Setting. Im Büro. Ja, endlich mal nicht zu Hause. Und unser guter Freund hier macht Überstunden. Das ist eine geile Idee. Diese Titelüberleitung. Das finde ich cool.
Secret Santa ist so Wichteln oder Weihnachtsgeschenke von einer unbekannten Person, ne? Ich glaube, das ist irgendwie so ein Brauch. Ja, da ein mächtiges Vogelnest bekommen, ey. Für Stefan. Bitte nicht vor Weihnachten öffnen. Dein Secret Santa. Okay, Neugier ist nicht nur der Katzentod. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Oh Gott, Alter, ist das creepy. I'm in the traffic. I'm 5 minutes away. Okay. In a bit. Okay. What? Boah, ist das gut gemacht! Also, ich meine, das ist jetzt keine unbedingt voll herausragende Idee. Aber die Umsetzung war super gut. Halt, das hat auch eine Weile gedauert, eigentlich viel länger als es soll, bis ich das gecheckt habe. Er hat es natürlich bedient vor Heiligabend, also vor Ablauf der Frist sozusagen. Und dieses Monstervieh kam immer näher und hat ihn quasi heimgesucht. Und zufälligerweise oder glücklicherweise hat dann seine Frau wahrscheinlich angerufen. Und er hat gesagt, er kommt bald, steckt im Stau fest oder so, was auch immer er ansonsten vorhatte. Aber ist ja erstmal egal, so, das hat ihn dann im Endeffekt gerettet. Boah, halt krass, also, wie gesagt, jetzt nichts Bahnbrechendes, so, vom Grundkonzept her, aber die Umsetzung war geil, halt, mit dem Aufnahmewinkel, irgendwie dieses Monster, was dann auch, halt auch im Endeffekt größer wurde und so, und noch diesen Layer dazu mit dieser Maske, wo es nochmal einen interessanteren Aspekt dazu gab, als dass es einfach bloß ein ekelhaftes Dämonviech ist oder so. Finde ich cool. Hat mir sehr gut gefallen. So, liebe Leute, und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge, hätten wir sie etwas kürzer, weil, wie gesagt, es gibt noch einige, auf die ich reagieren möchte. Ich hatte jetzt einfach gehofft, dass das hier gepasst hat, und es hat definitiv, und ich hoffe, bei dem Rest sieht es genauso aus. Dann werde ich nämlich gerne noch ein paar Folgen für euch machen, um euch ein bisschen einzustimmen auf die besinnliche Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, und wir sehen uns im morgigen Video. Macht euch einen schönen Abend.